Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transportweaver 2. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid und heute habe ich diese zwei wunderbaren Repaints für die Baureihe 463, den Mireo im Angebot. Die beiden Repaints hat der gute Weißi erstellt und ja, ist im Transportweaver Forum erschienen. Das sind zwei separate Downloads, das ist einmal ein Repaint der Flex und einmal der Cantus, was mich besonders freut. Cantus ist ja in Kassel ansässig und die Flex eher unten im Großraum Mainz. Ich werde in Rheinland-Pfalz, Hessen, ich glaube auch in Baden-Württemberg. Und ja, die hat er auf die Baureihe 463 gepackt und ich habe jetzt einfach mal die vierteilige Variante der beiden Züge hier aufgestellt, aber ist auch dann auf den anderen Varianten auch mit drauf. Und natürlich geht ein riesen Dank an ihn raus und natürlich auch an die Mod-Werkstatt, die die Original 463er für uns gebastelt haben. Und den Mod benötigt ihr natürlich auch, damit auch die Repaints laufen, weil ohne Fahrzeug natürlich auch keine Repaints. Packe ich euch alles unten in die Videobeschreibung. Kennt ihr ja von mir. Ja, gehen wir mal ganz kurz hier ins Depot. Ne, das war falsch hier. Bevor wir uns den Rest angucken. Und dann seht ihr hier, haben wir hier einmal die normalen Mireos, die in der Mod-Werkstatt mit dabei sind. Und dann haben wir hier fiktiv, das Ganze ist nämlich fiktiv, das ist nicht zu 100% genau. Und da seht ihr, wir haben die Batterievariante in beiden Ausführungen, den Dreiteiler, einmal mit einer Tür im Mittelwagen, einmal mit zwei Türen, das Ganze dann hier auch von der Flex. Dann haben wir den Vierteiler und den Fünfteiler. Und das Ganze sieht, wie gesagt, ziemlich cool aus. Also die Lackierung hier kannte ich auch noch gar nicht. Also die Flex sagt mir auch nichts. Aber sieht schick aus. Gerade hier vorne mit diesem Übergang, mit diesem Pfeil quasi, gefällt mir schon sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, einmal drehen. Lokführer sollte schon vorne sitzen. Gilt das jetzt nur für außen oder hat er das auch innen neu gestaltet? Ich denke, das gilt nur für außen. Mal gucken hier. Nee. Ja, so sieht Cantus von innen aus. Definitiv haben wir auch den Fahrkartenautomaten. Der müsste ja dann hier hinten irgendwo sein. Der steht meist hier. Nee, Fahrkartenautomaten, denn bei uns hier ist es so, dass der Fahrkartenautomat, muss dazu sagen, bei uns verkehren hier Flirt 3 bei der Cantus. Da ist der Fahrkartenautomat in den Zügen. Mir hat mal ein Schaffner gesagt, oder ich habe das besser gesagt mal mitbekommen, als ich mit der Cantus gefahren bin. Da waren Fahrgäste aus dem Raum Berlin und die wollten sich dann beim Schaffner eine Fahrkarte holen. Der hat gesagt, nee, wir haben hier in den Zügen haben wir Fahrkartenautomaten. Und das wäre wohl nicht deutschlandweit so. Das ist dann von Verkehrsbetrieb zu Verkehrsbetrieb unterschiedlich. Aber definitiv eine hübsche Sache, wenn ich irgendwann mal dazu komme, eine Kassel-Map zu spielen, worauf ich ja echt Lust habe, aber leider kaum Zeit. Ich hatte ja überlegt, dass ich jetzt wieder einmal pro Woche vielleicht live gehe und da immer Schönbau mache mit euch einfach zusammen, dass die Karte dann immer eine Woche ruht und wir das quasi immer sonntags 2-3 Stunden zusammenbasteln. So wäre das für mich machbar, aber jetzt die Woche über für zwei Folgen oder so Material vorzubasteln und aufzunehmen, ist es ja auch immer sehr aufwendig mit dem Bastelzeitraffer und so, das dann auch zu rendern. Da fehlt mir halt einfach die Zeit, da würden dann andere Dinge auf meinem Kanal halt leiden. Aber wenn wir das im Livestream zusammen machen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ja, zwei, wie gesagt, sehr, sehr coole Repaints. Ist auch das Cantus-Logo an der Seite. Sehr, sehr schick. Ja, und das Ganze ist natürlich auch dahingehend fiktiv, dass die Baureihen ja bei den beiden Verkehrsgesellschaften noch gar nicht zum Einsatz kommen. Und deshalb auch fiktiv. Ja, kurz und knapp, aber da der Mireo ja ein Liebling von vielen ist, die Transportweaver 2 spielen, wollte ich euch das natürlich nicht vorenthalten und vielleicht hat es ja der eine oder andere auch übersehen. Sehr
schön auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wenn ihr euch das runterladet, lasst dem guten Weißi doch zumindest einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, noch einen netten Kommentar. Das ist der Lohn der Arbeit. Ich bedanke mich und würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Ciao, ciao.